Dann sehen wir mal, was es hier gibt. Ein Leckerbissen aus Skagfleisch. Da ist doch noch eine Zunge. 3 von 5 haben wir. Sehr schön. Habe ich irgendwo welche übersehen vielleicht? 4-mal Iridium. Einfach so aus einem Müllhaufen. So gefällt mir das. Nein. So, Moment. Futter. Habe ich irgendwo was liegen gelassen? Hm? Was ist das? Nimm die Skagzunge auf. Was? Ist doch außerhalb der Map. Oder? Das sieht auf jeden Fall außerhalb der Map aus. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so stimmt. Oh. Aber wenn da noch 2 liegen, die ich mitnehmen kann, dann sollte ich das tun. Nicht, dass es keine weiteren gibt. Nur die beiden, die ich jetzt hier nicht mehr erreichen kann. Das wäre blöd. Dachte schon. Okay, hier kommen wir weiter. Aber gleich kommen wir nicht mehr weiter. Ja, toll. Was haben wir denn da? Oh. Wow. Okay, die Sniper ist klasse. Wow. Im Flug. Im Flug habe ich ihn erwischt. Das wäre das. Hier liegt eine Zunge. Und liegt da hinten auch noch eine. Habe ich den erwischt? Ich glaube nicht. Ich komme da nicht dran. An die beiden hier oben, glaube ich. Das bezweifle ich doch sehr. Wie sind die überhaupt da hingekommen, wenn ich mal fragen darf? Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Was ist das hier? Liegt hier eine? Warum hinterlässt du keine? So, aber wenn ich mal hier bin. Da oben. Da ist eine Kiste. Die schnapp ich mir. Was hast du Schönes für mich? Boah. Okay, Moment. Erstmal das ganze andere Zeug weg. Pistolen hast du für mich. Okay, dafür muss ich aber erst meine Pistole wieder ausrüsten. Diese hier. So. 300. Ja, 319. Ach so, ja. Knapp drunter. Schade. 188 mal 2. What the hell is that? Alter. 530 Schaden? Was bist du denn? Ich kann nicht nein sagen. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Wo habe ich jetzt die andere? Achso, die habe ich weggeschmissen direkt. Ja, die brauche ich ja nicht mehr, ne? Da. Ja, das war nett mit dir. Aber du warst mir irgendwie zu abgedreht. Abgespaced. So. Okay. Die Pistole. Wow. Krass. Ich bin mal gespannt, wie die abgeht. Hat die irgendwelche Nachteile? Erhöht die Stabilität der Waffe. Feuert so schnell, wie du abdrücken kannst. Das hört sich nicht so schlecht an, ne? Let's probiert aus. Die ist auch echt nett. Oh, die Waffe. Aber jetzt habe ich auch eine entsprechende Pistole, was ich echt krass finde. Okay, wir gehen jetzt gleich aus diesem Gebiet raus. Was ist denn hier? Aus dem Gebiet raus, wo es diese Zungen gibt. Das macht mir Angst.
Habe ich die ja überhaupt ausgerüstet? Ja. Mad Dog, wir müssen Sprengstoff besorgen. Ja, komm, dann gehen wir erstmal. Ja, wir holen erstmal den Mad Dog. Keine Ahnung. Wir holen den Sprengstoff. Den Sprengstoff. Mal gucken. Deathrow Refinery. Eine Raffinerie, also. Was gibt's da oben? Da gehe ich gleich hin. Hallo? Danke. Le Mani. Okay, was geht hier ab? Ach, genau in dem Moment willst du mich verarschen, als ob er es schon weiß. Der letzte Schuss hat gesessen. Ich glaube, die Waffe ist gut. Was? Was gesagt? Hier. Boah, okay, der Zoom ist aber zu krass. Ich weiß, die mir jetzt geklaut, Mann. Der hat mir mehrere Tausend geklaut, einfach so. Okay, der Zoom über einer Pistole ist schon krass. Also, mehrere Ziele erwische ich nicht und weitere, wie es aussieht, auch nicht. Dann eben so. Das nicht bewegbare Fass habe ich natürlich erwischt. Okay. Wo ist der andere? Wo bist du? Da. Das war's. Oh, da ist noch einer. Super. Waffe gefällt mir sehr gut. Was ist hier oben? Hör dich doch. Begib dich zum Abbruchlager. Okay. Was ist hier denn? Da. Ich werde den ja wohl treffen. Mein Aiming ist einfach phänomenal. Was haben wir hier denn drin? Hack. Nein. Ja. Roy-Chan. Plus 346. Das ist nicht schlecht. Dieselbe Kapazität. Why so long Melee Shield? Nahkampfangriffe verursachen zusätzlich Roy-Chan. Okay, ja, das ist gut. Das nehme ich mal. Aber nicht. Die ist schlechter. Die ist schlechter. Nee, brauchen wir nicht. Sehr schön. Ja, wir finden hier echt gutes Zeug, muss ich sagen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir hier alles zusammenfinden. Kann man machen. Absolut. Ich glaube, 74 Iridium. Wir müssen unbedingt nach Sanctuary und das einlösen. Wir müssen die Sniper-Munition aufpolieren, die MG-Munition aufpolieren, unbedingt. Die MG werden wir öfter nutzen jetzt, Freunde. Wahrscheinlich schon sogar noch öfter als die Shotgun. Es sei denn, ich bekomme eine ultimative Shotgun. Es ist... Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht bei Borderlands. In der einen Sekunde hast du die beste Waffe der Welt. Oder denkt man. Und plötzlich... Zack, ist hier der größte Schrott. Und man hat was Besseres gefunden. Das denke ich jetzt bei meiner MG ehrlich gesagt nicht wirklich, aber abwarten. Einfach mal abwarten. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da irgendwo. Okay, was ist das? Du kannst dir aus dem Lager einen Bombenwagen besorgen. Aha. Schließe die Tür am Ende des Gleises, bevor die Bombe sie erreicht. Okay. Was? Ich weiß gar nicht, was ich machen. Hey, was ist das Wetter? Gut gemacht! Jetzt schnapp dir die Bombe! Ich wusste gerade nicht, wo ich hin muss. Verflucht, du bist echt stark!
Schaff das Ding zu dem stillgelegten Eisenbahngleis und bring es auf Kollisionskurs mit dem Iridiumzug des Sheriffs. Was hast du vor, du kranker Freak? Okay. Da ist noch ein Klo. Das raube ich gleich noch aus. Bitte. Merci. So, ich glaube, das war's hier erstmal. Denke ich. Ich war hier hinten noch nicht. Da ist dann auch was. Danke sehr. Ganz viel Geld. Hier kriegen wir ganz viel Geld. Okay. Was ist das? 249 MG. Netter Versuch, aber ich erinnere nun mal an diese hier. Ja, alles klar. Noch Fragen? So, haben wir hier irgendwas drin? Nö. Ja, dann machen wir uns mal da hoch, würde ich sagen. Mad Dog wartet da oben. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dieser Rakete machen soll, was ich gerade bekommen habe, aber schauen wir mal. So, das warst du. Nice. Da hinten ist noch eine fette Kiste. Die muss ich mir gleich mal anschauen. Och. Warum seid ihr so flink unterwegs? Och. Hauptziel, aber schon seid ihr wieder weg. Okay. Ich muss hier irgendwie woanders lang. Ah, hier. Hab ich den echt erwischt? Willst du mich verarschen? Du kannst mich doch nicht durch die Wand erwischen. Okay, die Waffe ist stark. Mein Aiming ist nur katastrophal. Gerade eben. Och. Mad Dog. Alter, was bist du denn? Okay, ich muss hier weg. Ciao. Hier ist noch eine Kiste, nicht vergessen. Zwei Kisten haben wir hier in dem Gebiet. Oh Gott, ey. Hab ich gerade gar nichts. Das war Mad Dog. Okay. Eine MG, die ist nicht der Rede wert. Hochexplosiver Sprengstoff. Wir haben alles, was wir für den Bau einer Gallenbombe brauchen. Wirf die Bombe vor einem Skagbau auf den Boden. Sprengstoff, was? Was zum Henker? Was ist das für eine Granate, Mann? Fliegt ja wie eine Rakete. Okay, wenn ich die Rakete dann so erwische, bringt die dann was? Okay, bei einem hat sie was gebracht. Du Dieb. Ich muss irgendwie auf die Waffen klarkommen. Die sind super stark. Komm schon. Ich habe gerade ein richtig übles Aiming mit meinem Controller. So. So, das warst du. Was ist eigentlich mit meiner Sniper passiert? Okay, die MG ist ganz nett. Ganz nett ist aber auch schon alles. Die MG ist ganz nett, aber auch schon alles. Ich krieg echt coole Sachen hier, aber... Ey, was? Moment mal. Ich muss mir das doch erstmal anschauen, Freund. Nein, warum? Von wem? Woher? Ach da, oh mein Gott. Okay. Ich muss mich anschneiden. Achtung, Sie betreten ein Sperrgebiet. 726, Moment mal. Willst du mich verarschen? Boah, das war aber knapp. 761, okay, die ist schlechter. Nein, das werde ich nicht. Ist ja gut, die Waffen da drin kann ich nicht gebrauchen. Alter, warum müssen die auch so eine Kiste da an den Rand der Welt setzen?
Boah, diese Piraten, ne? Komm schon. So, wenn du langsamer willst, habe ich dich auch. Okay. Danke. Kam doch von hier. Egal. Hier ist noch eine Kiste. Schnapp ich mir hier noch mal was? Nein, doch nicht. Was? Ein Zug? Ist das der Zug, den ich erwischen soll? Ah ja. Erstmal gehe ich hier nochmal hin. Was haben wir denn hier Schönes? Granaten kann ich nicht gebrauchen. Die Granaten ebenfalls nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Schade. Dann laufe ich eigentlich mit der Panzerfaust rum. Für alle Fälle. Kann ich hier die Bombe reinschmeißen? Nein. Also diese Rakete, die ich bekommen habe. Okay. Hier dran kann ich nichts machen. Da unten ist noch eine Kiste. Pistole, keine Chance. Was ist das hier? Ein Klassenmod. Für Le Assassin? Nein. Nein. Und Psycho brauche ich nicht. Okay. Hier haben wir noch drei Kandidaten. Dankeschön. Okay. Dann würde ich sagen, ich habe die Bombe. Ich muss sie platzieren. Aber ich muss hier doch noch irgendwas machen. Irgendwas muss ich doch hier noch machen. Außer die drei Schränke hier aufmachen. Ja, es hat sich gelohnt. Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Guck mal. Ich bin ja wohl. Omi-Grenade, was soll ich denn damit? Nein, da war nix. Ich glaube, hier habe ich alles. Aber was muss ich noch machen? So, die Bank sprengen, ja. IO10 nach Kavum? Ach, das war zeitbegrenzt. Ich hatte die nicht mal aktiviert. Was soll ich denn machen? Hallo? Scheitert. Aber nicht so fair. Wo muss ich denn da jetzt hin? Was? Jetzt? Ich muss jetzt wieder dahin? Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Scheiße. Okay, warte mal. Ich muss ja noch hier. Ich muss ja noch so ein Zeug, diese Zungen hier holen. Boah. Okay, ich muss hier wieder in dieses Gebiet. Da sind immer noch zwei Zungen. Da komme ich auch nicht hin. Ich hoffe, ich habe noch einen von diesen Viechern hier in dem Gebiet. Ich hoffe sehr. Na, sehe ich hier einen. Oh ja. Komm, bitte sag mir, du hast einen. Okay, der hatte auch keinen. Mist. Muss ich den Headshots geben? Kann das sein? Das kann tatsächlich sein. Er meinte doch, ich soll den ins Maul schießen. Shit. Okay. Ja, was haben wir denn hier? 513. Ach, das war meine alte Waffe. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Doch, das kann sein. Ich brauche einen Gegner. Ich brauche einen von diesen riesen Skags.
Hallo. Gehe ich noch ein? Oder nicht so? Doch, da hinten. Den Kopf, bitte. Okay, das war der Kopf, hoffe ich. Auf geht's. Kommt doch nichts zu. Ach, da ist noch einer. Ach, das. Salz gemein. Oh, hier ist noch einer. Ich habe sehr gute Chancen, einen von denen zu erwischen. Moment. So. Okay, Moment, Moment, Moment. Mist. Nein, 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 nicht zurückdrängen, Freunde. So nicht. Ist er weg? Boah, der ist weg. Wo ist der dritte? Was ist denn? Ist dein Ernst? Komm ja hoch, Felix. Mann, ich kann da nicht runter. Oder kann ich da runter? Doch, da kann ich sogar runter. Ich kann nicht schon denken. Ich glaube, der hat eine Zunge fallen gelassen. Kann das sein? Geh mal runter. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Da ist tatsächlich eine. Oh nein! Ich muss weg. Da hätte mich dieser fette Maschinen. Oh. Ja, ich bin ja schon weg. Fast erwischt. Weil ich wieder in Niemandsland rumlaufe. Scheiße. Aber wir haben die letzte Zunge. Ich bin sehr zufrieden. So, füttere Dukino. So, aber wir haben jetzt eine leider liegen gelassen. Eine Aufgabe. Ich wusste nicht mal, dass das eine Aufgabe ist, die ich in der Zeit machen sollte. Habe ich gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Die müssen wir nachholen. Dann müssen wir wieder in die City. Aber ich gehe jetzt mal hier weiter, weil ich gehe davon aus, dass wir von hier auch in die City kommen. Probieren wir es mal aus. Was ist denn hier? Nix. Okay. Gehen wir geradeaus. Was ist das? Ist das die Uhrzeit? Ist schon dunkel. Ist schon dunkel geworden hier. Ja, cool. Ist echt dunkel geworden mit Sternen und so. Sieht nice aus. So, wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Der Sheriff bietet $500 Belohnung für jeden Slap-Skalp. Maul. Der Slap-King ist nicht glücklich darüber, was sie ihm angetan hat. Also, seht euch vor. Ach, hier. Naja, gut. Ich brauche ja keinen Aufzug hier, ne? Aber wir müssen ja wieder hoch. Also, brauchen wir den hier unten. Habt ihr jetzt? Hey, Moment. Hey. Boah, der Alpha-Skag. Ja, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. So, dann nehmen wir den hier mit, dann nehmen wir den hier mit und dann sind wir wieder auf Kurs. Man sollte immer mal wieder hier in diesen Müllhaufen oder diesen Kackehaufen von diesen Skags gucken. Hier findet man immer was für Nützliches. Also sehr oft. Manchmal auch nur Munition, aber auch die braucht man. Die braucht man auch. Guck mal hier. Hätte auch was Gutes sein können. Hätte was Gutes sein können. Okay. So, okay, wir sind wieder in der City. Was? Achso.
Ja, ja, kannst du ja gerne machen. Ja, es ist ein bisschen dunkel geworden hier in Lynchwood. Aber das ist kein Problem für mich. Die Gerüchte, dass Lynchwood vielleicht mal so zivilisiert wird wie Opportunity, sind unglaublich. Lass Jack seine Elfenbeine zu hören. Ich bin auf Pandora. Der gerade mit einem Raketenwerfer geschossen. Wer solche Gegner schon mal? Nein. Gut. Das lief doch ganz gut. Okay, hier ist irgendwo nochmal die Mission, die ich starten muss, leider. Wo war's denn? Ja. Züge sind da, zerstört zu werden. Jeden Tag schickt der Sheriff von Lynchwood alles Iridium, das sie aus der Mine geholt hat, zu Jack. Damit ist heute Schluss. Du wirst den Zug in die Luft jagen, mit dem sie das Zeug transportiert. Begib dich zum Abbruchlager. Okay, jetzt habe ich auch mal realisiert, was ich machen soll. Gebe ich jetzt dem kleinen Hund sein Futter noch? Ja, das machen wir gleich. Ich gehe jetzt schnell hier hoch und mache die Mission. Bevor da wieder alles voller Gegner ist. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit weg gewesen. Was ist das denn hier überhaupt? Minenschacht. Da gehen wir nochmal hin. Eine Toilette, die wir noch begutachten können. Ach man, ich hab die doch gerufen. So. So, aufwärts bitte, weil hoch fliegen können wir noch nicht. Nur runterfliegen, ohne Schaden. Danke sehr. Für den Lift. Ich hoffe, hier ist wieder alles gegnerfrei. Ah ja, jetzt können wir das machen. Du kannst aus dem Lager einen Bombenwagen besorgen. Ja, mach ich ja. Schließe die Tür am Ende des Gleises, bevor die Bombe sie erreicht. War doch hier, oder? Okay, jetzt verstehe ich auch, was ich machen soll. Gut gemacht, verflucht, du bist echt stark. Schaff das. Okay, die Zeit läuft. Eisenbahngleis und bring es auf Kollisionskurs mit dem Iridiumzug des Sheriffs. Wo muss ich hin? Hier. Ah, alles klar. Okay. Wagen platzieren. Das Labs hat einen Zünder für den Bombenwagen vorbereitet. Du musst dahin, bevor der Zug losfährt. Okay. Ich erzähl dir jetzt was über Brick. Wir schnappten ihn beim Fall von New Haven. Oh, der Sheriff. Er hat seine Freunde nie verraten. Aber sein Hündchen, so ein kleines braunes Fellknäuel. Als ich meine Hände um seinen Hals gelegt hatte, drehte Brick durch. Man hörte das Genick kaum brechen. So laut hat Brick geschluchzt. Ich meine wirklich geschluchzt wie ein Baby. War ziemlich peinlich. Shit. Der arme Brick. Okay, es ist gut, dass wir hier keine Gegner mehr haben. Wir können einfach durch. Ah. Okay. Jetzt. Aus Lynchwood kommt kein Iridium mehr. So viel steht fest. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist für die nächste Sache. Nice. Das ist jetzt allerdings ärgerlich. Die Iridiummine ist die halbe Existenzberechtigung für diese Stadt. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Du weißt, wie du mich zur Weißglut bringen kannst. Nachdem er uns entwischt war, machte Brick Jagd auf den Typen, der New Haven an Hyperion verraten hatte. Ein Kerl namens Shep Sanders. Brick bohrte ihm seine Daumen in die Augenhöhlen und knackte seinen Schädel wie eine Nuss, während der arme Shep um Gnade winselte. Danach hat dein Freund Roland ihn aus Sanctuary rausgeworfen. Ihr Kammerjäger denkt, ihr seid besser als die Banditen. Aber da liegt ihr falsch. Habe ich nie gesagt. Okay, Abschluss. Was müssen wir jetzt noch machen? Die Bank sprengen. So, da müssen wir wahrscheinlich zur Bank wieder. Platziere Bombe? What? Das ist doch ganz woanders. Warum soll ich denn da eine Bombe platzieren? Ich geh mal hin. Ich bin verwirrt wieder mal. Alter. Ich hab den einfach mal
massakriert, wie es aussieht. Alter, die haben... Wenn ich die mal erwische, da wächst kein Gras mehr. Was? Ich habe einen Schuss abgegeben. Ich habe beide erwischt. Dafür will ich eine gute Belohnung haben. 16 Dollar und 17 Dollar. Sehr ernüchternd. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.